Hallo, Doris vom Aikido Zen Dojo in Würzburg. Wir haben jetzt November 2020 und sind im zweiten Lockdown, also das heißt, es gibt kein Training im Moment. Ich hoffe, ihr schafft es gut, durch diese Zeit zu kommen und auch ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ich werde auf jeden Fall einige Videos wieder beisteuern, um euch dabei zu unterstützen. Versucht vielleicht auch, das einfach als Übung zu sehen, wie man es im Aikido und auch in vielen anderen Kampfkünsten ja lernt, dass man sich von Herausforderungen, von schwierigen Situationen eben nicht so leicht aus der Gelassenheit und aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Versucht einfach wirklich daheim ein bisschen was zu machen, am besten jeden Tag, nicht vielleicht einmal in die Woche nur, dass man sich durchquält, sondern dass man jeden Tag ein bisschen macht und anfängt mit was, was einem leicht fällt, was einem gut tut, und umso leichter fällt es auch am nächsten Tag dann sagen, das war jetzt gut, es hat mir gut getan, ich mache da einfach weiter. Wie viel ihr macht oder wie lang, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Versucht einfach, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt und wenn es geht, wenn das Wetter passt, sogar vielleicht ein bisschen rausgehen dabei. Das auf jeden Fall tut es gut. Und versucht auch die Kondition nicht zu verlieren, dass man da auch gut wieder anknüpfen kann, wenn dann demnächst das Training wieder beginnt. Wichtig ist auch, dass man nicht das Gefühl dann kriegt, ich hatte jetzt so lange Pause und ich habe den Stand von vorher verloren und muss da jetzt erst das wieder neu aufbauen. Gerade Anfänger müssen da natürlich ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ihr schafft es. Ja, und mit Bewegung an sowas ranzugehen, das gibt einem natürlich selber auch das Gefühl, dass man aktiv mit der Situation umgeht und sich nicht einfach so reinfallen lässt und vielleicht in ein Loch fällt, wo man sich erst wieder rausziehen muss. Ja, also ich hoffe, ihr schafft das und das unterstützt euch ein bisschen, was ich hier beitrage. Dann möchte ich noch mal kurz was zum Thema Online-Training sagen. Das wird ja jetzt mittlerweile für viele Sportarten angeboten und auch in einigen Aikido-Dojos gibt es das schon. Also ich bin eigentlich ein bisschen skeptisch, weil man muss ja daheim Platz genug haben, hat auch wahrscheinlich keine Matte, dass man wirklich mit Rollen oder Fallen was machen kann. Und dann ist auch nicht unbedingt ein Partner da, mit dem oder mit der man das also wirklich so üben kann wie hier im Dojo. Und das, was ich dazu beitrage, also einmal natürlich an verbalen Erklärungen, wäre über Video natürlich auch möglich. Aber wenn ich mal einfach hingehe und sage, nimm mal die Hand so, mach mal dieses, mach mal jenes oder auch mal mit euch mache und dass man den Kontakt dann spürt, das wäre dann natürlich nicht möglich. Also von daher stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Aber ich habe mir es vor Corona auch nicht vorstellen können, überhaupt Aikido-Videos zu machen. Vielleicht muss ich da auch meine Meinung ändern. Und wenn da jemand schon Erfahrung damit hat oder eine Meinung dazu, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein oder schickt mir auch direkt eine E-Mail, wenn euch das lieber ist. Einfach, dass ich da so ein bisschen Rückmeldung habe oder ein Meinungsbild eben, dass ich mir dann auch überlegen kann, wie ich da vielleicht in Zukunft mit dem Thema dann weitermachen werde. Je nachdem, wie sich das alles entwickelt, das weiß ja jetzt heute auch keiner so genau noch. Und eventuell muss man sich halt einfach auch anpassen. Ja, für die nächsten Wochen gibt es jetzt erstmal noch ein paar Videos. Das nächste Video wird ein Stockvideo sein. Das hoffe ich, dass Ende dieser Woche dann online geht. Und wenn euch das hilft, nutzt einfach diese Videos. Und wenn ihr dann irgendwas einfach so aus dem Kopf raus macht, umso besser. Also das ist auch gut. Aber man kann ja trotzdem einfach immer wieder auch mal nachgucken, wenn man einfach sich nicht mehr so sicher ist. Also dafür ist es halt gedacht einfach auch, ne? Ja, also ich hoffe, er schafft es, dass er ein bisschen in Bewegung bleibt und dann hoffentlich bis bald.